Das Mikro ist eingestellt, es geht los, Dota 2 Nummer 008 und ich spiele diesmal den Vengeful Spirit, den ich mit Venge abkürzen werde. Ich will keinen Queer. Vielleicht macht es jemand anderes. Oh, Lina macht. Geil. Geht schon gleich wieder los. Und ich gehe diesmal mit Bone auf die Bottom Lane. Bone spielt den Tidehunter, seht ihr hier, den komischen Fisch mit dem großen Anker in der Hand. Und in der Mitte wird sich Fat Rat Nick austoben mit Myrana. Und dementsprechend werden der Death Prophet und Lina nach oben gehen. Shitzy und Fat Drake sind auch da. Ihr seht also, das wird heute mal wieder richtig fett. Der gesamte Clan ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein starker Vertreter des Dota 2 Squads von Fat Spielen, der hier vertreten ist mit 5 Spielern aus unserem Clan. Wenn ihr übrigens auch in den Clan gehen wollt und hier auch bei den Let's Plays dabei sein wollt, dann empfehle ich euch doch einfach mal auf fatspiel-forum.de zu gehen, euch zu bewerben und dann hier mitzumachen. Könnt mich sowieso auch mal adden bei Steam. FatFred, mein Name. Und dann läuft das. Was nicht so läuft, ist, dass unsere Gegner hier wirklich mit den lamesten Heroes am Start sind, die es so gibt. Aber das kriegen wir schon hin. So, Vengeful Spirit habe ich am Wochenende ein, zwei Mal gespielt. Tolle Heldin, gefällt mir sehr, sehr gut. Und werde natürlich auch mal ein bisschen erzählen, was die so kann und was die so macht. Alter, guter Bekannter aus Dota 1 natürlich auch. Und das Model von Dota 1 leitet sich übrigens aus den Wächterinnen in der Nachtelfen-Kampagne ab, was ich erst heute gelernt habe, heute, als ich genau diese Kampagne in einem Let's Play gespielt habe. So, jetzt also mit der Venge unterwegs. Die macht ja übrigens eine ganz schöne Menge, hat nämlich auch gleich mehrere Rollen, wenn man so den Text traut. Ist sie sowohl ein Support, ein Disabler, ein Lane-Support und ein Initiator. Also kann ordentlich was machen auf der Lane oder fernab dieser. Und ich würde mal sagen, was ich euch auf jeden Fall mal... Hier sind tatsächlich drei unten, wie man sieht. Ricky, Jakiro und ich glaube Venomancer war auch noch am Start. Und... auf diese Initiator-Rolle möchte ich nochmal besonders eingehen, denn die Venge hat eine ganz, ganz geile Ulti. Und zwar kann man dort Nether Swap heißt diese Fähigkeit. Dort kann man die Position tauschen mit einem gegnerischen Helden. Das Ganze läuft dann etwa so, dass ich jetzt hier einen gegnerischen Helden anwähle, wie Ricky zum Beispiel, und dann tauscht sich die Position. Ich bin also da, wo Ricky dann war, und Ricky ist auf einmal da, wo ich war. Und das ist ein guter Initiator-Spell, also eine Art Initiation. Ich kann gar kein Deutsch mehr sprechen nach so viel Englisch. Auf jeden Fall kann man gut initiieren, dass es dort zu einem Teamfight kommt. Wenn man natürlich die Positionen tauscht, ist es ganz klar, dass auf einmal der Gegner inmitten der... ja, verbündeten Units auf einmal ist, also meiner verbündeten Units, und das führt natürlich dazu, dass er nicht mehr im Schutze ist, sondern ziemlich blank dasteht, und das ist sehr, sehr gut, um so ein Teamfight erstmal ins Rollen zu bringen, und das ist eine sehr, sehr feine Sache. Übrigens, ein weiterer Initiator ist auch auf jeden Fall Tidehunter, der nämlich eine unglaublich geile Ulti hat, womit er einfach mal ein riesiges Areal mit Stacheln versieht, die die Leute stunnen, und das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Damit kann man auch einen Teamfight sehr, sehr schön in Gang setzen. Also, da sehe ich gar nicht mal schwarz, sondern da gebe ich grünes Licht für viele schöne Teamfights, die wir hier haben werden. Mit zwei Initiatoren auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, so werden wir das heute handhaben. Ich werde jetzt übrigens an Items den Ring auf Aquila machen. Das heißt, ich brauche erstmal ein Waveband, so ein Standard-Item für Agility Heroes, so wie ich einer bin. Und dazu hole ich mir einfach nochmal den Ring auf Basilius. Das habe ich jetzt eben gerade auch gemacht. Und dann habe ich schon den Ring von Aquila. So. Jetzt kommt hier schon die nächste Creep-Line. Diesmal sogar mit einem Belagerungs-Creep gleich noch dabei. Das ist doch auch super. Und ich will mir jetzt den Jakiro holen. Ich versuche mal von der Seite zu kommen. Vielleicht sieht man mich nicht oder man denkt nicht, dass ich komme. Werde mich jetzt einen Stun.
reinbauen. Zack, da ist er auch schon und da holen wir uns auch das First Blood mit Ansage. Und das war gar nicht das First Blood. Das First Blood habe ich gar nicht mitbekommen, das war das Second Blood. Aber wie ihr seht, das First Blood war auch bei uns auf der Mannschaft. Da gucken wir doch gleich mal, wer für diese schöne Sache verantwortlich war. Das war Rednik in der Mitte, gar nicht mitbekommen. Herzlichen Glückwunsch fürs First Blood und sehr, sehr schön, dass er hier in der Midlane einen guten Job macht gegen den Outworld Divura, der hier unterwegs ist und auch, wie man sieht, schon wieder ein bisschen Schaden nimmt. Also das scheint ganz, ganz gut zu laufen und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Einen guten Start haben wir auf jeden Fall hingelegt. Übrigens muss man auch mal sagen, hier der Ring von Aquila. Ich habe ihn gerade außen angemacht. Ihr seht, man kann da mal raufdrücken und ich lasse ihn standardmäßig aus, denn wenn man ihn anmacht, dann ist diese kleine schöne Aura, die er hier macht, die Mana-Regenerations- und Rüstungsaura, betrifft dann nämlich auch Nicht-Helden und das macht man eigentlich nicht, denn das führt dann zu einem unvorteilhaften Pushen und man lässt lieber den Effekt auf die Helden, auf die befreundeten Helden anstelle aller Einheiten. So sieht's aus, deswegen habe ich ihn ausgemacht und jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiter klarkommen auf dieser Lane. So, jetzt vielleicht mal den Ricky einen Stun mitgeben, da kommt der Tidehunter auch nochmal mit einem Stun. Jakiu stunt gegen mit einer Doppel-Eislinie und da komme ich leider nicht mehr ran. Aber immerhin hat Ricky doch ordentlich Schaden genommen. Ich kann mir hier ein Bäumchen nehmen, einen Tango. Und dann sah das doch gar nicht mal so schlecht aus hier. So, jetzt versuchen wir mal den zu denyen. Das wird leider nichts. Aber auch bei den Creeps natürlich immer so ein bisschen drauf achten. Mal ausnahmsweise ein, zwei Last Hits zu setzen. Wie das jetzt der Fall war. Level up. Und ich bin Level 5. So, also gleich Level 6 heißt, dann geht's ab auf die Ulti. Die ist natürlich besonders stark, auch wenn man im Bereich des Towers ist. Ganz, ganz klar. Dann kann man nämlich die Position tauschen und der Tower, der einem sonst Schutz verspricht, der wird dann dem Gegenspieler zum Verhängnis. Also ganz, ganz feine Sache. Und da werde ich auch auf jeden Fall mal das Ganze machen. So, wieder ein bisschen Schaden genommen, wieder mal einen Tango nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen die Gegner kommen lassen, sollen sie mal pushen. Wir wollen hier nämlich in der Nähe des Towers bleiben, dann kann ich wie gesagt mit meinem Level 6 Spell, mit dem Nether Swap hier richtig schöne Initiative zeigen und dem Gegner in den Tower reinpflanzen. Freddy, mach was. Bone möchte mich zu einer Tat überzeugen. Ich will aber eigentlich auf Level 6 warten. Aber, gut, vielleicht können wir kurz vorher nochmal hier ein bisschen Schaden wenigstens. Vielleicht den Jakiro. Der kommt ja jetzt zum Beispiel immer mal wieder so ein bisschen nassforsch um die Ecke. Oh, hat er mich beinahe gekriegt, ne? Das ist ja auch nicht von gestern. So, Power Treats. Und vielleicht mal ein, zwei Items mitnehmen. Und wir führen 5:0. Das sieht doch ganz, ganz gut aus. So. Man muss natürlich übrigens aufpassen, wenn man den Nether Swap macht, dass man dann nicht selbst zu sehr in die Bedrohung kommt, in die gegnerische Basis gar oder in die gegnerische Creepline, je nachdem, wo man startet. Ich glaube, ich werde übrigens mal Tidehunter, dem Bone hier, in Tango geben. Sonst passiert ja gar nichts. Der wird ja sonst hier noch kaputt gemacht. So, habe ihm jetzt ein Bäumchen gegeben und wir holen uns jetzt den Jakiro. Jetzt will er es wissen. Ja, jetzt haut er, glaube ich, aber ab. Der ist ja auch nicht von gestern. Jetzt habe ich aber die Ulti am Start. Und die werde ich auch nutzen. Ulti auf Shakiro. Und geswappt. Und Stun. Jetzt müsste nur noch Tidehunter kommen. Jetzt hat er es ein bisschen verpennt. Aber Myrana ist schon da. Jetzt können wir vielleicht sogar noch den Ricky mitnehmen. Ein, zwei Schüsse kriegt er noch rein. Zack, zack, zack. Double Kill von Rednik. Sehr, sehr schön. Good job. Und wir haben hier eine richtig schöne Gang gemacht. Alles perfekt getimed. Hat alles gesessen.
Das sieht doch super aus. Können jetzt uns sogar ein bisschen um den Tower kümmern, den vielleicht bis fast auf die Hälfte runterbrezeln. Aber jetzt kriege ich ja noch ein bisschen viel zu viel Schaden für meinen Geschmack. Hab drei Strikes bekommen vom Tower. Aber gut, so ist das Leben. Jetzt hole ich mir dafür mal einen schönen Handschuh, der mein Angriffstempo angibt. So, Jakiro ist wieder da. Kann mich natürlich jetzt, wenn er gut ist, ja, und er versucht es auch, mit so ein, zwei Sachen ein bisschen nuken. So ist das Leben hier. Ich könnte mich ja vielleicht auch mal um noch ein Item bemühen, welches mich ein bisschen heilt. Dass die Mitte hier die ganze Zeit fehlt, macht mich auch so ein bisschen fuchsig. Ich weiß gar nicht. Hat er den Tango sogar noch? Der kann ihn ruhig benutzen, du. Sehr gut, hat er ihn jetzt. Den Tango. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Sind nämlich wieder beide da. Ich habe nur halbe HP. Brauche jetzt vielleicht mal ein bisschen Heal. Mitte ist wieder da, wie wir sehen. So, und jetzt einen schönen Swap auf Ricky vielleicht. Was sagt ihr dazu? Hm? Da ist er ja. Und da kriegt er seinen Stun gleich mit. Und der Kill kommt sofort mit Ansage. Ricky ist tot. Und genau, da könnt ihr sehen, wenn man den Turm auch noch dabei hat, der einen hilft. Und dann läuft es doch richtig gut. Sehr schön. So, jetzt müsste auch langsam mein Esel kommen mit der Heilung versprechenden Salbe. Die habe ich jetzt. Die habe ich jetzt auch auf mich angewendet. Ihr seht, wie hier der HP-Balken sich langsam, aber sicher füllt. Und jetzt bin ich wieder voll drin. Übrigens, Schizigarde, Mega-Kill, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ein Doppelkill. Unaufhaltsam. Also das läuft ja gerade wie am Schnürchen hier. 6:0 hat der Death Prophet. Also das ist ja Wahnsinn, was da am Start ist. Das Team von Fettspielen macht hier einfach seinem fetten Name alle Ehre. Läuft ja wie geschmiert. Ich glaube, das habe ich gerade in den gleichen Worten, fast den gleichen Worten sogar noch gesagt hier im Let's Play. Also Wahnsinn. So. Jetzt zum Beispiel wäre der Nether Swap eine schlechte Idee, weil dann würde ich ja mich in den Bereich des gegnerischen Turmes bringen. Und das wäre dann eine ziemlich schlechte Initiative. Schau mal, dass das irgendwie irgendwo mal anders verwendet wird. Vielleicht hier in die Woods rein swappen. Gibt viele Möglichkeiten, ob ich hier von der Seite oder sonst woher komme. Ich könnte natürlich auch mal in der Mitte gucken, ob da ein bisschen Support erforderlich ist. Aber müssen wir mal schauen, ob da noch ein bisschen klarkommt. So. Jetzt warten wir hier, aber es kommt keiner. Ja, ist auch nicht dumm. Lassen sich auch nicht hier... Ah, da ist er ja. Da ist er ja, der Jakiro. Oh, oh, jetzt bin ich aber gesilenced. Jetzt muss ich ganz, ganz höllisch aufpassen. Das war es nämlich. Ah, fuck. Ah. Ja, da habe ich mich ein bisschen zu blauäugig reingestellt. So schnell kann es gehen. Die Helden haben natürlich auch gemeinsam eine ziemlich große Power. Jakiro kann mich dann erstmal mit seiner Feuereislinie außer Gefecht setzen. Dann ist Ricky auch noch da. Genau. Und kann sein Silence setzen. Habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, aber mit dem Ricky ist nicht zu spaßen, wenn der seine lila Wolke castet. Denn darin ist nicht gut Kirschen essen. Unter anderem kann man auf keinen Fall einen Spell setzen. Da muss man aufpassen. Und jetzt mache ich auch mal weiter, wo ich aufgehört habe. Kein Problem. Also Bone trifft da keine Schuld. Ich bin ja einfach ein bisschen blind links da reingelaufen. Ja, und machen wir auch mal weiter, oder? Heiter weiter auf der Bottom Lane. Und hier mal kurz gucken, wie Schitzi hier einfach mal alles wegrockt. Das ist ja Wahnsinn. Gut, dass wir auch mal einen Kill gesehen haben. Nicht, dass ihr glaubt, das handelt hier sich um Fehlermeldungen. Nein, der ist wirklich so gut. Und der rockt das Spiel da oben ganz schön heftig. Oh ja, da können wir den Ricky noch gleich mitnehmen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt bin ich hier nämlich in Schusslinie, rette mich hier mal kurz. Und vielleicht kann ich den Jakiro jetzt doch... Nee, doch nicht. Wollte ihn schön da rausziehen. Ah, da waren wir wieder zu nah am Tower. Egal, jetzt geht's weiter. Ricky ist
tot. Er hängt hier fest. Aber kann sich jetzt wieder rausliepen. Kriegt noch seinen Kill. Läuft alles sehr, sehr schön. 17 zu 4, meine Damen und Herren. Ich muss aber noch mal kurz meine Liebe bekunden. Bester Clan ever. Und, oh, hier müssen wir aufpassen. Hier ist der Weaver ein bisschen aggro unterwegs. Was hab ich denn da jetzt? Wir müssen so ein ekliges Viech von ihm bekommen. Ja, Bottom fehlt. Mal schauen, habe ich Power Tools auf Stärke? Ja, das ist gar nicht so schlecht, auch wenn Stärke nicht mein primäres Attribut ist, sondern Agility. Habe ich doch gerne mal Stärke drauf. Oh, oh, ah! Fuck! Nein! Hat mich da voll elegant rausgeswappt. Und hat mich dann noch Ricky erwischt. Das ist nicht gut. Jetzt war ich aber auch ein bisschen zu viel unterwegs. Ricky auf Vollpower, der Weaver ist hier und nicht zu vergessen war Jakiro auch noch am Start, auch wenn er jetzt gestorben ist. Ja, was willst du machen? Zwei Invis, wir brauchen jetzt, glaube ich, auf jeden Fall Wards. Die könnte ich jetzt auch mal kaufen, das werde ich auch tun. Wards kaufen und mir mein nächstes Item Kristallis vorbereiten, was mir... obwohl, vielleicht mache ich das gar nicht. Ich spiele mehr auf Support. Carry bin ich ja eigentlich gar nicht. Wie wär's denn mal mit einer Hatteress auf Rejuvenation oder wie es hieß? Lebensregeneration auf jeden Fall. Holen wir uns da Verjüngung rein. Und ja, der Tower ist weg. Den kann ich jetzt auch gar nicht mehr wiederholen. Dann behalte ich die die Dings eben da. Okay. So, vielleicht kann ich hier ein bisschen was machen. Den reinholen. Zack, Stun und tot. Also, so einfach geht's dann eigentlich. Gerade natürlich, wenn man hier mit zwei Verbündeten unterwegs ist. Mit dem Nether Swap kann man richtig schön einzelne Leute rausfischen und das Ganze dann auch relativ schmerzfrei erledigen. So, jetzt noch... Ah, jetzt muss ich aufpassen. Fast den Tower geholt. Komm, den müssen wir doch noch kriegen hier, ey. So, hab mir den geholt. Muss jetzt aber aufpassen. Ah, jetzt holt... Ach, gut. Okay, aber ich muss jetzt hier langsam mal zurück. Okay, war jetzt beherzter Einsatz. Hat auch immerhin geklappt. Bin nicht gestorben. Hier ist übrigens ein Sentry Ward. Ich habe jetzt hab ja auch noch Sentries, kein Observer. Sentry Wards haben jetzt nicht so die Sicht, können aber unsichtbare Einheiten aufdecken. Und das können wir gut gebrauchen beim Reaver und natürlich auch beim Ricky. Also auf jeden Fall genau die richtige Wahl hier. Headdress habe ich jetzt auch. Hol ich mir noch einen Teleport. Dann sieht das sogar immer so schlecht aus. Alles dabei. Ich kann mir jetzt natürlich auf Mecha upgraden. Wenn ich schon mal die Headdress habe, brauche ich noch den Buckler. 800 Gold brauche ich dafür. So, wo geht's hin? Wo geht's lang? Ich gehe mal nach Top. Da ist der einzige Tower, der noch vorne steht, zu dem ich mich jetzt sofort teleportieren kann. Übrigens, ich bin ganz, ganz großer Freund geworden davon, immer einen Town Portal Scroll zu haben. Ist schön, einfach mal ein bisschen schneller wieder am Start zu sein und vor allen Dingen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sich eitel, elegant, und nicht eitel, sondern elegant, wollte ich sagen, sich ein bisschen elegant auch mal aus der Affäre schleichen zu können. Wenn es mal wieder überhaupt gar nicht läuft und man kurz vorm Exitus ist, dann einfach mal mit einem Teleportationszauber zurück und dann klappt das schon noch mit dem Überleben. Meine Idee. Und jetzt ist hier mein richtiger Teamfight am Start. Jetzt bräuchte es die Ulti vom Tidehunter. Aber hier scheint alles aus dem Fugen zu laufen. Alle gehen schon wieder zurück. Aber jetzt kommt Redneck, holt sich vielleicht noch den Outworld-Debo. Jetzt ist hier Jakiro noch am Start. Den könnte ich vielleicht noch rauspicken. Aber ich bin jetzt leider zu langsam da. Und Jakiro ist auch schon auf dem Rückweg. Kriegt er jetzt vielleicht sogar noch einen Pfeil Distanz von Miranda Dine? Nein, das hat nicht geklappt. Und ich habe es auch noch in die Iceline bekommen. Oh nein. Und den kriegen wir da nicht mehr raus. Außer Miranda liebt nochmal. Und da geht es nochmal ein Wow. Das war nicht schlecht. Oh, und ich bin jetzt gerade so im Eifer des Gefechts gewesen, dass ich leider nicht mehr in einer günstigen Position bin.
Meine Ulti habe ich auch gewastet, aber die Naga scheint mich jetzt nicht mehr zu holen. Da kommt auf einmal der Tidehunter mit allem, was er hat. Aber leider hat sich die Naga-Cybin jetzt schon mal ganz, ganz woanders hin verabschiedet. Vielleicht kriegen wir sie noch, wenn jetzt noch geliebt wird oder vielleicht ein guter Stun kommt. Zu viert hauen wir uns dahinter. Vielleicht kann es noch hier einen oder anderen geben. Auf jeden Fall, Tidehunter hat er noch die Möglichkeit geschafft. Aber Song of the Siren, die Ulti der Naga, ist hier gerade am Start und die hat sich davon geflüchtet. Da müssen wir uns jetzt keine Illusionen mehr machen, dass wir die noch bekommen. Ich glaube nicht, dass das machbar ist und da sind auch schon wieder alle auf dem Rückweg. Also, sehr, sehr energiegeladene Sequenz. Toller Teamfight, hat Spaß gemacht, aber mehr ist da nicht mehr zu holen. Jetzt kommt vielleicht noch hier Jakiro, oder wer war das? Der Outworld, Mr. Fister, keine Ahnung, aber der ist auch wieder weg. Holt sich da aber vielleicht noch. Der Weaver ist auch noch da. Jetzt muss ich aufpassen, bin hier so ein bisschen alleine auf weiter Flur. Deswegen teleportiere ich mich. Wie gesagt, großer Fan davon. Bin jetzt hier unten am Start. Hätte mir aber vielleicht doch in den Teamfight gehen sollen. Aber wie ich sehe, kriegen das auch ohne meine Hilfe hin. Shitzi hat die Ulti angeworfen. Dann ist ja sowieso auch kein Problem mehr, hier noch das locker runterzuspielen. Und Jackie droppt schon das BG, das Bad Game. Und naja, wie es aussieht, sind wir auch ordentlich am Rocken. 28 zu 7. Da muss man schon mal sagen, das ist auch eigentlich schon fast eine Vorentscheidung. Jetzt kann diesen Naga-Siren vielleicht auch nochmal dran glauben. Shitzi geht da sehr, sehr offensiv vor, obwohl er schon am Rande des Towers ist, geht es aber auch wieder zurück. Zu greedy, zu gierig sollte man ja auch nicht sein an so einer Stelle. Das geht dann oftmals nach hinten los. Aber ganz egal, ich kann hier ganz locker auf der Bottomlane aufspielen. Werde jetzt vielleicht mal da, wo der alte Tower war, einen Sentry Ward platzieren. So ein bisschen als Anhaltspunkt der Sichtbarkeit, falls hier gleich irgendwo ein Ricky auftaucht. Generell wohl keine schlechte Idee. Mal schauen, ob der überhaupt auftaucht. Denn hier oben sehen wir den Weaver, Jakiro. Ricky habe ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber das ist kein gutes Zeichen. Kann ja sein, dass er gleich irgendwo aus dem Hinterhalt kommt und dann gerade auch mich noch rausfischt. Da oben jedenfalls scheint alles irgendwie relativ ruhig zu verlaufen. Hier in der Mitte sehen wir nochmal den Outworlder. Und wir haben jetzt mittlerweile auch einen Flying Courier. Ist auch nicht schlecht. So, kriege ich jetzt diesen Tower auch noch weggepusht. Könnte sein, da kann ich mich danach ganz, ganz schnell wegteleportieren, um nicht noch weiteren Stress zu provozieren. Mache ich jetzt auch, und zwar hier in unseren, zu unserem Tower, wo gerade der Outworld Devourer am Start war. Aber das ist auch kein Problem mehr. Der ist nämlich auch weg. Und weg ist auch meine Sparsamkeit. Dann schaut mal hier, 2125 Gold habe ich jetzt ordentlich was angehamstert. Könnte ich mir jetzt eigentlich auch mal was kaufen. Kurier ist gerade unterwegs und ich bin jetzt gerade im Teamfight unterwegs. Ich werde mir hier wieder ein paar Town Portal Scrolls kaufen und Mecha habe ich auch schon fertig. Da siehst du, das ist doch mal was. Sobald das Chicken der Kurier wieder fertig ist, werde ich dann auch gleich mal das ganze Gold dazu verwenden. Schau mal, wie es läuft. So, jetzt kriege ich hier ein bisschen was ab vom Tower, gehe ich ein bisschen zurück. Sollen die Creeps schließlich was abbekommen oder Bone als unser Tank. Aber der Tower, der schießt auch nicht mehr lang. Und das war's auch schon. Das Ende ist nah. Und wir haben die Mitte bis zur Base gepusht. Alle wollen jetzt nach unten. Ja, da können wir ruhig noch ein bisschen was machen. Tide und ich könnten uns da den entsprechenden holen. Aber dazu wird's gar nicht kommen. So, kleine Orientierungslosigkeiten. Ich könnte natürlich jetzt hier irgendwo mal ein Ward setzen. Ja, dann haben wir nämlich Ricky auf jeden Fall sichtbar, wenn er gleich kommt. Aber, geil. Sehr geile Aktion von Bone und Ratnik. Ja, das ist ja auch alles Klärchen. Alles klar, Gegenstände holen, Chicken ist voll beladen und wir haben hier gerade einen großen Teamfight gar nicht mitbekommen. Ich bin gesilenced, habe auch ein Level Up, muss jetzt ein bisschen rausgehen, weil natürlich jetzt wieder alle auf mich fokussen. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde mal mit Bone die Plätze tauschen. Der hat ein bisschen mehr Saft als ich, aber jetzt bin ich schon wieder in der Bedrulle, hier. Shitzi regelt das aber, sehr gut. So, mein Schreckensgeheul rein. Alter, alter Falter. Ich hätte ja noch Mecha am Start. Könnte mich jetzt noch kurz aufheilen. Hätte die anderen auch heilen können. Aber gut, ich glaube, ich muss jetzt sowieso mal ganz, ganz schnell zurück. Irgendwann ist auch mal Schluss. Und werde dann mir noch ein Town Portal kaufen. Mecha auf C setzen. Und die Jungs kämpfen da eifrig weiter.
Sehr, sehr schön. Ich gehe auf die Pipe. Und noch eine Hatteress. Die Verjüngung ist auf voller Breitseite angekommen. Vielleicht auch nochmal ein Sentry Ward. Falls es noch ein Weaver dumm kommt oder ein Ricky. Und da vorne geht's weiter. Jetzt Tidehunter wird gefokust. Aber auch Myrana nimmt leider viel, viel Schaden. Seine Unstoppable Series ist kaputt. Und auch den Tidehunter hat es erwischt. Also jetzt wurde es noch ein bisschen brenzlig. Mal gucken, was der Death Prophet macht. Kann sich da aber noch sehr souverän davonstehlen. Noch einmal kurz reinkotzen. Und dann war es das auch. Aber der Weaver kommt nochmal. Ist jetzt auch so ein bisschen alleine. Jetzt können wir natürlich auf den Weaver gehen, das Ganze hier nochmal kaputt machen. Und jetzt schaue ich, ob ich auch den Ricky noch bekomme. Wird schwierig. Ah, kriege ich den geswappt? Jawohl. Und da geht's wieder zurück. Jakiro holen wir uns dann auch noch. Und da war ein Double Kill drin für mich. Das ist auch mal schön. Und ich habe mittlerweile so viel Kohle. Ich weiß auch gar nicht, was braucht man eigentlich für Items mit der Venge. Habe ich mich gar nicht so intensiv befasst. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit komme. Dass ich auf einmal so viel Geld habe. Habe ich schon fast hier freie Auswahl. Okay, die Pipe kann ich auf jeden Fall bauen. Ist nämlich auch ein schönes Support-Item. Und da ich jetzt ja auch so ein bisschen auf Support spiele, machen wir das doch. Was fehlt uns denn noch? Hood of Defiance, Lebensregeneration und Magieresistenz. Können wir auf jeden Fall auch mal ransetzen. Kostet 2125. Ja, kriegen wir hin. Die 200 Gold kann ich mir auch noch zusammensparen, denke ich. Oder ich glaube, ich pushe noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo gerade gebraucht werde. Obwohl, die drei holen sich da, glaube ich, gleich gemütlich hier Jackie. Also, das ist relativ ungefährlich. Der hat ja auch mit 0 zu 10 Tendenzen zum Feeding auf jeden Fall keine Chance. Das lässt sich hier feststellen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Da ist nämlich Shitsi doch ein bisschen zu eingeengt. Ich hätte... Ja, hat es auch nicht mehr geschafft, ihn da zu retten. Das war jetzt ein bisschen zu weit weg. Schade, schade. Könnte ich da noch einen oder anderen rauspicken? Ich glaube auch nicht. Lasse ich lieber keine Spielchen, keine Experimente. Hood kaufen. Secret Shop ist nicht in Reichweite. Aber da ist Shakiro. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles brauche. Hab mir, glaube ich, die Hood noch nie so gekauft. Nicht genug Gold? Was brauchen wir denn für alles nochmal? Hab ich doch alles. Ah, der Rest ist im Lager, natürlich. Ach komm, ich teleportiere mich hin. Wozu habe ich denn den ganzen Scrolls? Zack. Und der Hood ist da. Jetzt nochmal ein Teleport. So, jetzt geht's weiter. Also ich wollte eigentlich die Pipe auf den Sight. Ihr habt jetzt nochmal zum Nachlesen. Barrier, in der Nähe befindliche verbündete Einheit erhält ein Schild, der Magieschaden absolviert. Nicht schlecht. Und hier wieder ein großer Teamfight am Start, der souverän seine Opfer fordert. Zwei sind schon tot. Und mit der Ulti geht's weiter tief rein in die Base. Die Naga versucht sich noch zu retten, ist gesilenced, geht aber weiten Schrittes zurück. Und wir können einfach mal weiter reinballern und jetzt auch die Kasernen mitnehmen. Mega Creeps also in der Mitte. Da sind wir schon stärker. Jetzt wollen wir sie natürlich gleich überall haben. Dann können wir natürlich gleich den Rest pushen. Song of the Siren. Wir sind alle unfähig, was zu tun. Hier geht's gleich richtig los. Gesilenced sind wir auch. Einfach mal reinballern und gucken, was wir haben, wa? So, einen Mecker sollte ich vielleicht auch nochmal setzen. Ein bisschen Heal bekommen. Aber den brauchen wir gar nicht mehr. Da haben wir doch alles mitgenommen, was geht. Jakiro hole ich nochmal schön nach hinten. Und das war's dann auch für ihn. Also,
Das wird hier locker runtergespielt. Mittlerweile haben natürlich mit 46 zu 12 jetzt auch einfach die Power. Sind so schön gefeedet, gefarmt und alles. Also das ist aber fast unmöglich, überhaupt noch für die Gegner Akzente zu setzen. Das sieht schon viel zu gut aus, was wir hier treiben. So, schrei ich nochmal in die Gegend. Oh, läuft wahr. Sieht ganz gut aus. Können natürlich auch mal jetzt mal eine andere Lane toppen, pushen. Und Mirana ist gerade draußen. Gab wohl einen kleinen Disconnect. Keine Ahnung. Hat er was gesagt? Nee, oder? Nö. Also. So, falls ihr euch wundert, ich habe den W-Spell noch gar nicht erklärt. Dieser Schrei reduziert die Rüstung des Gegners. Immer schön in Teamfights, aber auch wenn man so eine Creepline hat und da mal ein bisschen pushen will, auch kein Ding. Auch super. Und ich habe natürlich auch eine Aura, die Schaden erhöht. Eine Schadensaura ist natürlich auch gut. Sobald die Venge dabei ist, macht das ganze Team mehr Schaden. Sehr gute moralische Unterstützung, guter Support natürlich. Das macht's schon. So, Pipe ist ready. Ich bin hier immer noch ein bisschen alleine am Pushen. Death Prophet ist alleine am Killen. Jeder hat hier seine Rolle. Ja, Schitzi geht ja echt ab wie Schnitzel. 19 zu 1, meine Damen und Herren. Aber auch die Statistiken der anderen können sich sehen lassen. Und vor allen Dingen machen wir als Team aber ein großartiges Spiel. Eine tolle Leistung. Also was soll man dazu noch sagen? So, ich habe jetzt so viele tolle Items, die ich anklicken kann. Das überfordert mich schon fast. Und während Lina hier in der Mitte ein bisschen so die Gatekeeper spielt, da kommt nichts mehr rein und raus. Die beiden sind Bone und ich oben am Pushen. Am Ende gewinnen ja die Creeps das Spiel, wenn man so will. Die einfach alles einreißen nachher, was geht. Deswegen sollten wir auch einfach mal überall pushen. Dann klappt das auch. So. In der Mitte weiterhin. Schaut mal, was geht. Hier ist die Naga am Start, schickt aber nur ihre Illusionen voran. Hier die Ulti, die ja nur in einem Umkreis wirkt. Das haben wir eben gerade erklärt. Ihm werde ich es jetzt nicht schreiben. Und Bone hat den Ricky. Das macht die Ulti, sofern man unter dem Einfluss steht. Ja. Schließt man einen musikalischen Nicht-Angriffspakt, der für ein paar Sekunden geht. So, Kaserne ist oben. Runtergepusht, das heißt ab durch die Mitte. Mal gucken, was da weiter geht. Na komm, den kriegen wir auch noch mit, oder? Ich habe mittlerweile einen Mega-Kill. Das hat doch auch was. Und ich glaube, das Spiel ist jetzt vorbei. Da seht ihr den Ancient. Der ist schon runter. Da müssen wir gar nicht mehr viel machen. Und das Ding ist gelutscht. Was für ein schöner, schneller, sauberer Sieg des Fettspielen-Clans. Einfach geil. Für Bone schon zu einfach, wie ihr sehen könnt. Wir schauen nochmal einen Blick auf die Endstatistik. Und das sieht doch einfach nur fantastisch aus, was wir hier geleistet haben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr wollt noch mehrere Dota-Let's Plays sehen, mehrere Helden sehen, die ich so ein bisschen spiele, erkläre und erläutere. Und ja, war einfach geil. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns wieder nach 50 Likes. Euer Fat Fred von Fett Spielen.